freue mich sehr, dass wir uns sehen. Ich wünsche Ihnen, es ist zwar schon eine Weile her, aber ich wünsche Ihnen dennoch noch immer ein sehr schönes, glückliches, gesundes, erfolgreiches 2011. Es ist im Moment sehr angenehm, bei grünen Veranstaltungen zu sein, bei grünen Klausuren zu sein, denn auch die jüngsten Umfragen in Bayern, die geben uns natürlich offen einen Rückenwind, die machen uns optimistisch, die machen deutlich, dass die Neugier auf grüne Konzepte, dass die Unterstützung für grüne Politik zunimmt und das ist natürlich auch wichtig für dieses Jahr 2011. Wenn wir uns bemühen und das werden wir tun, wird dieses Jahr oder kann dieses Jahr 2011 das erfolgreichste Jahr in der grünen Geschichte sein. Wir haben uns vorgenommen, in allen Landtagen am Ende dieses Jahres vertreten zu sein. Das heißt, in drei Ländern, wo dieses Jahr gewählt wird, sind wir noch nicht im Landtag. Da wollen wir die 5%-Hürde schaffen. Wir wollen in verstärkt Regierungsverantwortung eintreten. Da gibt es große Chancen bei mindestens 7 Landtagswahlen in diesem Jahr, um dann über ein verstärktes grünes Regierungshandeln im Bundesrat auch in der zweiten Kammer sozusagen auf der Bundesratsebene grüne verantwortliche Politik stärker zur Geltung bringen zu können und nicht zuletzt auch auf dieser Ebene die Grundlagen zu legen, dass Schwarz-Gelb 2013 abgewählt wird. Dieses Jahr setzt die Voraussetzungen für die Abwahl der schwarz-gelben Regierung im Jahr 2013. Wir setzen in den Auseinandersetzungen diesen Jahres auf inhaltliche Kompetenz, auf die inhaltlichen Auseinandersetzungen, nicht auf populistische Attacken unter der Gürtellinie oder Attacken ohne jeden Stil. Und eigentlich ist es doch schön, dass es 20% grüne Männchen im Wald gibt, dass die CSU vor lauter grünen Männchen offensichtlich die Bäume gar nicht mehr erkennen. Worauf kommt es uns an? Es wird ja versucht, uns sozusagen das Etikett der Gegenpartei anzuheften. Ja, was wären wir denn für eine grüne Partei, wenn wir nicht gegen den Atomkurs von Schwarz-Gelb wären, wenn wir nicht gegen eine Gesundheitsreform von Herrn Rösler wären, die nichts anderes ist als eine Zweiklassenmedizin mit unterstützt von der bayerischen CSU, die sich immer so gern, Herr Seehofer, Herr Söder, das soziale Mäntelchen umhängen. Natürlich sind wir dagegen, aber wir machen es uns ja nicht so leicht wie andere. Sie sagen ja nicht, wir sind dagegen, sondern dieses Dagegensein ist immer die Voraussetzung, den Gegenentwurf, also zu zeigen, wofür sind wir in einer anderen Energiepolitik, in einer anderen Sozialpolitik, in einer anderen Innenpolitik. Lassen Sie mich vor allem auf ein paar Punkte eingehen, die diesen aus unserer Sicht desaströsen Zustand von Schwarz-Gelb deutlich machen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde diese Inszenierung des Steuerstreits der letzten Tage und Wochen nichts anderes wie ein virtuelles Spektakel, das eigentlich die Intelligenz der Menschen verhöhnt. Denn wenn wir mal sehen, was dabei rausgekommen ist, dann geht es um 1 bis 3 Euro für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Monat. Und die werden aber aufgefressen durch die Gesundheitsreform, die beschlossen worden ist im vergangenen Jahr. Da wird ein Streit inszeniert, dann wird eine Auseinandersetzung mit dem Finanzminister inszeniert, dann behauptet man, das sei jetzt die Steuererleichterung und die Steuerpolitik. Ich finde das ein Beispiel wirklich von virtueller Politik, nicht eine Politik, die tatsächlich etwas bringen würde und trägt nur dazu bei, dass die Politik Verdrossenheit größer wird, denn die Leute sind ja nicht blöd, wenn sie am Ende des Monats merken, was mehr Netto vom Brutto bedeutet, also nämlich eigentlich weniger drin haben, als das, was man ihnen immer versprochen hat. Handlungsfähigkeit oder Handlungsunfähigkeit oder Handlungsunwilligkeit, das sind Worte, die ich in Verbindung setzen möchte mit der Politik von Frau Aigner. Die Grüne Woche beginnt ja. Ich glaube, dass Frau Aigner nicht gezeigt hat, dass sie die Autorität hat oder die Kompetenz hat, tatsächlich einen Neubeginn in der Landwirtschaftspolitik zu wagen. Sie ist das Lächeln der agroindustriellen Logik. Die agroindustrielle Logik, also das System, ist der Verursacher von immer wieder neuen Skandalen. Es nützt überhaupt gar nichts,
an diesem System festzuhalten, nicht an die Ursachen zu gehen, sondern an den Symptomen herumzudoktern und selbst die Symptome an den Maßnahmen, die Frau Aigner jetzt vorgeschlagen hat, selbst das hat unglaublich lange gedauert, sie muss ja praktisch richtig dazu getragen werden. Wir brauchen tatsächlich eine Agrarwende, wir brauchen eine Agrarkultur, wir brauchen eine Kultur des Lebensmittels, das ja da ist, das Leben und nicht die Gesundheit zu gefährden. Wir brauchen auch Chancen für Bayern und nicht zuletzt ist die Politik der Bundesregierung, die Politik der zuständigen Ministerin, keine Politik, die die bayerischen Strukturen unterstützt. Die bayerischen Milchbauern haben es vorgemacht, die regionalen Strukturen wollen. Die Landwirtschaft, die sagt, wir wollen eine Verbindung zwischen Verbrauchern und Produzenten. Wir wollen weg von, ich sage es nochmal, einer agroindustriellen Logik. Frau Aigner leistet genau das Gegenteil und sie hat entweder nicht die Fähigkeit oder sie ist unwillig, genau diesen Schritt zu tun, eine Agrarwende 2.0 durchzusetzen. Heute Abend ist Koalitionsrunde, da geht es eben um diese große Steuergeschichte, von der ich schon gesprochen habe. Es geht aber auch um die Frage der Vorratsdatenspeicherung. Und da sage ich ganz klar, das, was Frau Leutheusser-Schnarrenberger vorgelegt hat, ist etwas, was wir nicht unterstützen. Frau Schnarrenberger schlägt nichts anderes vor als die Vorratsdatenspeicherung light. Sie hat sich mehr darum bemüht, einen Konsens zu finden mit der CDU, als dass sie die Bürgerrechte schützt. Schon ein geringer Verdacht soll ausreichen, Daten zu speichern. Wir sind damit ganz nah an der anlasslosen Speicherung. Es gibt keine klare zeitliche Begrenzung. Das kann also auch über 6 Monate hinausgehen, was das Bundesverfassungsgericht gekippt hat. Es wird, was uns besonders wichtig ist, in diesem Entwurf von Frau Schnarrenberger überhaupt nicht eingegangen auf die Notwendigkeit, dass bestimmte Personengruppen oder Berufsgruppen geschützt sein müssen, wie Sie zum Beispiel, Journalisten, Geistliche, Ärzte, Rechtsanwälte. Es kommt überhaupt nichts drin vor. Also es ist für uns ein Schritt hin zur anlasslosen Speicherung, wie wir sie ablehnen. Wir wollen keine Vorratsdatenspeicherung light. Da wird deutlich, dass der Bürgerrechtsnimbus, den die FDP sich zumindest mit Frau Schnarrenberger noch anhängen will, mit der Realität nichts zu tun hat. Ganz aktuell lassen Sie mich auf einen Vorgang eingehen, wo es noch viel Unklarheit gibt, die Ereignisse innerhalb der Bundeswehr. Ich sage die 3 Fälle, um die es jetzt konkret geht, dass offensichtliche Zensur von Feldpost, das Nichtweiterreichen von Briefen, die Soldatinnen und Soldaten geschrieben haben, die sogenannte, Zitat, Meuterei auf der Gorch Fock und der Tod eines Soldaten in Afghanistan verlangen absolut, dass die Aufklärung dieser Fälle zur Chefsache gemacht werden. Ich erwarte von Minister zu Guttenberg, dass er unmittelbar sich dazu verhält, dass er unmittelbar aufklärt, Transparenz schafft, die Öffentlichkeit informiert. Der Tod des Soldaten in Afghanistan wurde ja, als Frau Merkel dort war, als tragischer Unfall beklagt. Ganz offensichtlich gibt es da noch ganz andere Hintergründe. Ich erwarte, dass die Öffentlichkeit aufgeklärt wird, ohne dass versucht wird zu vertuschen, schön zu reden, den Deckel drauf zu setzen. Wir wollen eine Bundeswehr, wo es offen zugeht und mit Verlaub. Ich will auch eine Bundeswehr, wo Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten ihre Bürgerrechte haben. Und wenn es tatsächlich dazu gekommen ist, dass Post nicht weitergereicht worden ist, dass zensiert worden ist, dann sind es Straftaten. Denn selbstverständlich gibt es keine demokratiefreien Zonen, selbstverständlich auch nicht für unsere Soldatinnen und Soldaten. Also da ist jetzt wirklich der Chef gefragt, da muss Guttenberg ganz klar machen, was er wusste, wie er damit umgeht, was es für Konsequenzen haben wird und wie man in den inneren Strukturen der Bundeswehr wieder klare und demokratische und vertrauensvolle Verhältnisse schafft. So, also Sie sehen, es gibt viel zu tun. Ich freue mich, in Bayern wieder sein zu dürfen, in meinem Heimatland Bayern. Wir greifen an in diesem Jahr, wir packen es. Die bayerischen Grünen werden natürlich die Nachbarschaft unterstützen, denn Baden-Württemberg steht natürlich im Süden ganz besonders im Mittelpunkt. Und wir wollen mit dazu beitragen, dass es nach 57 Jahren CDU
Regierung in Baden-Württemberg zu einem nicht nur Regierungswechsel, sondern zu einem politischen Wechsel kommen kann. Das wird nicht nur Baden-Württemberg verändern, das wird nicht nur den Süden der Republik verändern, das wird die ganze Bundesrepublik verändern. Und dann geht es richtig ans Eingemachte für Schwarz-Gelb auf Bundesebene. Eine Vorfreude habe ich auch noch als sportbegeisterte Grüne. Ich freue mich sehr, dass es ein großes Ereignis geben wird, auch in Bayern in diesem Sommer, die Fußball-Weltmeisterschaft, und hoffe, dass Sie dann alle nach Augsburg kommen, um die schönen Spiele bei der Frauen-WM dort zu genießen. Herzlichen Dank, Claudia Roth. Ich darf dann abgeben an den Fraktionsvorsitzenden, an Thomas Hofmann. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Die Freude ist natürlich auch auf Seiten der Grünen in Bayern groß. Wenn man die aktuellen Umfragen sich anschaut, könnte man fordern oder kann man sich vielleicht auch ein bisschen ärgern, dass die Wahlen in Bayern erst 2013 stattfinden und es nicht 8 Landtagswahlen im Jahr 2011 gibt. Aber ich denke, auch so ist das ein toller Rückenwind für unsere Arbeit, eine Bestätigung für unsere Position, unsere Themen, die wir über die letzten Jahrzehnte spielen. Und ich denke, es ist keine Blase, wie von anderen kolportiert, sondern es ist Vertrauen in unsere Arbeit über lange Jahre gewachsen. Es heißt natürlich auch eine Verantwortung, denn wir müssen jetzt diese gestiegene Unterstützung auch bestätigen mit unserer Arbeit. Und da sehe ich als erstes, glaube ich, als Thema ganz aktuell die gesunde Ernährung im Fokus. Wenn wir wissen, dass auch dioxinverseuchte Eier nach Bayern geliefert wurden und das dafür zuständige Landesamt, des da zuständigen Zukunftsministers Söder, 2 Wochen lang die Informationen der Bürgerinnen und Bürger in Bayern den Verbraucherverbänden überlassen hat, das kann nicht sein. Genauso wenig kann sein, dass verantwortliche Minister in Bayern sich absolut abschütteln. Ich habe keinen Kommentar zu diesem Futtermittelskandal gehört von Minister Brunner und ich habe auch keinen Kommentar von unserer Verbraucherschutzministerin Frau Merck gehört, wie sie gedenkt, auf diesen Skandal zu reagieren. Beide sind abgetaucht bis zur Konferenz in Berlin mit der Ministerin Aigner und auch danach hat man nicht gehört, wie Bayern jetzt reagieren will, denn für die Lebensmittelkontrollen ist ja Bayern zuständig und eine Reaktion könnte oder muss sein, dass im aktuellen Haushalt, der jetzt in dem Frühjahr 2011 debattiert wird, die Lebensmittelkontrolle gestärkt wird. Und das heißt, keinen Personalabbau bei der Lebensmittelkontrolle, sondern wir erwarten von der Staatsregierung, dass sie im Haushaltsentwurf sehr deutlich macht, hier muss mehr Personal zur Kontrolle da sein, denn schließlich, das hat sich ja der Bund ausbedungen, soll es ein Ranking geben, wer am besten kontrolliert. Und ich glaube nicht, dass es in Bayern so sein kann, dort in diesem Ranking an letzter oder vorletzter Stelle aufzulaufen. Das zweite Thema, wenn wir uns mit Bayern beschäftigen, ist natürlich die aktuelle Studie des Zukunftsrates, die gestern veröffentlicht wurde und die Bayern einteilt in Leistungszentren und Vernetzungsräume und den Rest, der sich dann orientieren muss, irgendwo entweder in benachbarten Ländern oder benachbarten Bundesländern und da gucken kann, ob er Unterstützung für die Arbeit in der Region erfährt. Das kann es nicht sein. Wir wollen für ganz Bayern arbeiten, wir wollen Chancengerechtigkeit für ganz Bayern. Wir wollen auch gleichwertige Lebensverhältnisse für ganz Bayern. Und da kann man nicht einfach mit einem Federstrich ganze Landstriche dem Nachbarn überlassen. Also das ist keine verantwortliche Politik für ganz Bayern und wir sind froh, dass parteiübergreifend da auch schon ganz harsche Kritik geübt wurde an diesem Konzept. Das alleine, also was jetzt über die Medien konfrontiert wurde, dass sich Bayern der Globalisierung stellen muss und dass man dann eben diese Leistungszentren herausbilden muss, um sich der Globalisierung zu stellen. Wir reden hier von Menschen. Alleine, wenn wir jetzt hier in Oberfranken sind und nach den Zahlen des Landesamts für Statistik in 20 Jahren ein Sechstel der Bevölkerung hier nicht mehr sein wird, es bleiben aber trotzdem immer noch 1 Million Menschen hier in Oberfranken, die ein Recht haben auf ein gutes Leben
und wo wir in der Verpflichtung sind, diesen Menschen auch ein gutes Leben zu bieten und nicht ihnen sagen können, ja, dann geht halt mal nach Sachsen und schaut euch mal dort um, wie es mit dem guten Leben aussieht. Also das kann keine verantwortliche Politik in Bayern sein. Chancengerechtigkeit muss für alle gelten. Das sind so die zwei Themen. Wir haben uns auf der Klausur mit diesen Themen beschäftigt. Zum einen mit dem demografischen Wandel natürlich in Oberfranken. Zum anderen mit einer Energiepolitik, die wirklich erneuerbare Energien auch unterstützt, was die Speicherung angeht, was die Leitungsfrage angeht. Ich denke, wir sind da auch zu guten Ergebnissen gelungen und ich freue mich auf Ihre Nachfragen. Vielen Dank. Die grüne Fraktion hat, glaube ich, erstmals in einem Wellness- und Romantikhotel getagt. Hat das irgendeinen Einfluss auf die Klausuratmosphäre? Und werden Sie das nächstes Jahr wieder tun?